I'm made of. Was geht's mit Willow.com? Zurück zu Let's Play Shantae 2 Risky's Revenge featuring Crush Fortific 89. Risky Boots ist wieder zurückgekehrt und hat eine Zauberlampe gestohlen, welche Shantaes Onkel Mimic bei seinem üblichen Antiquitätenjäger Expo vorgestellt hat. Und diese Zauberlampe, und das war eigentlich ein Fehler von ihm, weil diese Zauberlampe wollte er nämlich geheim halten, da sie nämlich gefährlich sein soll. Und dessen Zauberkraft wurde von ehemaligen Genies in drei magische Siegel versiegelt und diese gilt es jetzt für Risky zu finden. Deswegen sollten wir uns auch gleich aufbegeben. Vor allem auch da ja nämlich auch der Bürgermeister von Scuttletown sie gefeuert hat, weil sie es nicht schaffen konnte, Risky aufzuhalten. Ja, und um ihren Job wieder zurückerlangen zu können. Aber auch nicht nur deswegen, sondern auch um Riskys finsteren Treiben am Ende zu setzen, macht sie sich nun auf, die magischen Siegel vor ihr zu finden. So, das ist eine Sprungplattform. Wenn wir da einen Sprungknopf drücken, dann wechseln wir zwischen den Dimensionen buchstäblich. Begeben wir uns praktisch in den Vordergrund von Scuttletown. Und das hier ist der Speicherfuzzi. Kennen wir ja schon aus dem ersten Teil. Natürlich möchte ich speichern. Nice. Save complete. Und ich glaube, da heilt einen sogar komplett, wenn man speichert. Nun, aber was gilt es jetzt zu tun? Wo finden wir das erste Siegel? Da sollten wir mal hier nachgucken. Vielleicht kann Bolo uns irgendwas darüber sagen. Roddy Tops. Ihre alte, naja, mehr oder weniger Zombie-Freundin. Naja, nicht mehr oder weniger Zombie, weil sie ist ja ein Zombie, aber halt mehr oder weniger Kumpel. Wie Bolo sie eigentlich beschrieben hat. So. Können wir auch zwischen den Dimensionen wechseln, aber das führt uns immer zur selben Position? Nee. Ich dachte, das führt uns woanders hin. So, wir können zu den Dächern hoch. Irgendwas Interessantes? Nein. So, können wir hier reingucken. Was finden wir hier? Import Room. Ist das so eine Art Lagerraum? Und was haben wir hier nochmal drin? Ah, das muss der Laden sein. Genau, das ist der Item Shop. Wir haben 50 Rubine, damit könnten wir uns schon mal ein bisschen was kaufen. Ja, um das, Seekinland-Karte. Könnten wir uns kaufen. Sollten wir. Dann hatten wir mal eine Übersicht. Dieser magische Krug, den müssen wir auch noch finden. Ich, bin mir nicht sicher, ob ich jetzt zu 100% spielen werde, aber ich schätze mal, ich werde das tun. So, ein Pikeball. Feuerball. Ich schätze mal, wir nehmen einen Feuerball. Das ist dann schon die verbesserte Version. Da brauchen wir aber noch so einen magischen Krug.
So, jetzt können wir schon mal die Magieattacke Feuerball nutzen. Rüsten wir sie auch gleich mal aus. Können wir so lange nutzen, bis uns das Mana ausgeht mit, welchen Knopf? Mit Y können wir erstmal so tanzen. Ja, die Tänze sind auch wieder da, aber verwandeln können wir uns leider Gottes nicht mit. Diese Verwandlungen müssen wir also erst wieder lernen. Was haben wir denn hier drin? Oh! Okay, ihren Namen habe ich jetzt auch später. Ah ja, Sky. Ich musste gerade überlegen. Also, sie können, also sie, Bolo und Onkel Mimik können Tipps geben, wie es weitergeht. Nun, hier haben wir ein weiteres Feld, womit wir in den Vordergrund springen können. Und ja, damit können wir die Stadt verlassen. Wir müssen zum Zombie-Waggon, um Roddytops zu treffen. Begeben wir uns also gleich hin. Aber dazu müssen wir durch die Lilac-Felder durch. Okay, das ist Mana. Okay, den Schatz kommen wir noch nicht. Da brauchen wir erstmal eine Fähigkeit. Ja, beziehungsweise einen Tanz. Mit welchem Knopf nutzen wir nochmal den Feuerball? Mit B-Knopf nicht. Damit tanzen wir nur. Hä? Ah! Mit der rechten Schultertaste. Mit LB können wir. Also mit den linken Schulterbutton können wir zurückweichen. Und damit können wir einen Feuerball loslassen. Wow. Der besiegt aber die Feinde nicht ganz. Aber er brennt sie nieder. Scheinen immer wieder neue. Könnte man also nutzen, um ein bisschen Geld zu farmen. Ab und zu lassen sie ja Geld, droppen sie ein bisschen Kohle. Aber nun gut. Und was haben wir denn da Feines? Ein Warp. Eine Warp-Statue. Gut, die haben wir also auch schon mal aktiviert. Können wir auch rein. Allerdings an den Schatz hier kommen wir leider auch noch nicht. Da gibt es Mana. Und noch mehr Mana. Ja, da kommen wir noch nicht hin. Brauchen wir erstmal eine Verwandlung dafür. Geh weg, du. Ja, die Feinde haben zwar nur einen einzigen Treffer gebraucht, aber hier brauchen sie wieder mehrere. Man kann aber natürlich ihre Haarpracht auch wieder aufwerten, um, glaube ich, auch mehr Schaden zuzufügen. Aua. Verschwindet, ihr Bastarde. Pieselt euch. So. Und tschüss. Und wenn man die Karte auf... Moment. B-Knopf. So. Hier haben wir erstmal seinen Überblick auf die Karte von Sequinland. Okay, wow! Ich bin beinahe entfernt in die Arme gelaufen, so. Gut, hier ist nochmal der Speicherfuzzi, der einsam und verlassen dasteht. Man weiß echt nicht. Er steht sein ganzes Leben und verbringt sein ganzes Lebenszeit nur darin, für andere den Spielstand zu speichern oder irgendwas anderes zu machen. So, weg mit dir. Oh, hier können wir auch noch in den Vordergrund springen. Muss ich jetzt gar nicht. Moment, da war doch. War das so ein Sprungfeld? Ach so, ja, habe ich übersehen. Ich dachte, ich hätte das so eine Art Geheimnissprungfeld gefunden. Na gut, hier können wir jetzt auch nochmal umgucken. Das ist leider kein Herzcontainer, sondern einfach nur ein großes Herz, das uns viel Heilung bringt. Und hier ist jede Menge Kohle enthalten. Aber hier
Das ist ein verschlossenes Tor. Da brauchen wir erstmal einen Schlüssel dafür. Na gut. Also erstmal durch den Wald hier durchkommen. Und dann schließlich den Zombie-Wagen erreichen zu können. Jetzt ist sich also gut umschauen. Da kommen wir auch nur mit einer Verwandlung hoch. Wir lernen wirklich sehr viele böse, böse Feinde. Echt unglaublich, was für ein gefährliches Land Sequin Island doch ist. Sequin Island, Sequin Land. Vorder- oder Hintergrund von hier aus? Ich würde sagen, erstmal sind Hintergrund, ne? Oder heißt es Vordergrund? Ich glaube hier Vordergrund, ja. So. Können wir hier hin zurückspringen? So, hier unten. War da irgendwas? Ich glaube, dafür bräuchten wir auch wieder eine Verwandlung. Egal, kommen wir hier mal nach vorne. Und da ist eine weitere Warp-Statue. Ja, es ist bereits morgen. So, geh sterben. Du auch. Können wir auch noch lang? Naja, nicht wirklich. Können da leider nicht über den Abgrund springen. Da benötigt es eine weitere Fähigkeit. So. Springen wir da wieder zurück? Oder nach vorn? Ich meine, die Gegner geben einen Haufen Kohle. Spawnen die eigentlich hier an der Stelle immer wieder? Nee, hier nicht. Komisch. Oh. Hier waren wir doch schon, ne? Ja, da waren wir an der Stelle definitiv. Geh sterben, Mann, Alter. Rüber da. Ja, hier respawnen die Gegner also nicht. Ist eh gut. Das wäre dann ein bisschen zu viel. Na gut. Jeppa. Ja. Da brauchen wir eine Fähigkeit, um den zu überwinden. Der schadet uns diesmal nicht, aber trotzdem. Also Fähigkeit, ein Tanz, also eine Verwandlung. Ich glaube, wir müssen uns da nochmal in den Elefanten verwandeln, weil ich weiß, den Elefanten gibt es auch wieder in diesem Spiel. Nur ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich für jedes Tier, was wir vorher schon hatten, noch einmal gilt. Kann ich auf den Ast nicht springen? Doch. Aber da komme ich wieder zurück. So, ansonsten ist hier nichts, ne? Nö. Gut. Ich schätze mal, wir sind gleich angelangt. Aufpassen, ist Abgrund. Das symbolisiert das Toten. Die Toten symbolisieren die Totenköpfe. So. Und rüber da. Nochmal der Speicherfuzzi. So. Hat er uns eigentlich geheilt, wenn wir speichern? Nein! What the hell? Okay. Dann ist es wahrscheinlich nur das Mana, das wieder hergestellt wird. Wer ist da? Der Essenskurier? Wenn du nicht meine schmackhafte Mahlzeit hast, dann verpiss dich! Ist gut, ist gut. Was ist denn das? Ist also nur ein Deko, ist also ein Felsen zur Deko, ne? Oder vielleicht auch nicht? Verschwinde! Nagas! Die haben damals schon so viel Ärger gemacht in der Wüste, aber jetzt sind sie verharmlost worden in diesem Spiel. Die schlängeln hier höchstens ein bisschen rum. Okay, hier kann man dieses Mal nicht. Durch den Bildschirm. Nee.
Im letzten Teil war der wirklich ein extremes Ärgernis. So, ein bisschen, noch mal ein bisschen umgucken. Okay. Weil ich glaube, 100% werde ich hier wahrscheinlich in diesem Spiel machen. Ja. Ich schätze mal, 100% Challenge mache ich in diesem Spiel. So, ich glaube, wir sind da. Hallo. Ach nein, die bereitet das Essen vor. Wobble Bell? Wobble Bell? Sie vermisst ihren Hund. Aber wo ist der? Also hier sind wir schon mal nicht richtig, wie es scheint. Ich dachte, hier befindet sich das Zombieland. Aber wie es scheint, habe ich mich ein bisschen vertan. Verpiss dich. Denn erstmal die Knochen fliegen, ist schon krass. Nee. Geh weg, du. Wow. Nicht getroffen? Lol. Verschwinde doch endlich. Alter, wie ich da Problem habe, dieses Vieh zu treffen. Also, sie kocht irgendetwas und der lässt uns... Und damit könnten wir hier rein. Das ist schon mal ein Ansatz. Okay, ich schätze mal, ich brauche jetzt diese Teleporter-Statue. Weg mit dir. Ah, ein großer Rubin, nice. Nein, du fliegst jetzt nicht. Den Troll hier kann Flügel wachsen. So. Ah, wie den Hintergrund. Mal, da bin ich hier falsch. Hier, ja, genau, hier bin ich an der Stelle dann hängen geblieben, weil ich nicht wusste, wie es dann weitergeht. Oder war das so? Kann es gerade nicht sagen. So. Das erste aber kehren wir wieder zurück. Ich dachte, hier befindet sich hier ist doch der Zombiewagen, ne? Ich habe es gerade nicht genau aufgepasst. Was Bolo darauf geachtet, was Bolo gesagt hat. Aua. Verdammt, wir sterben bald und wir haben keinen Heiltrank. Brauchen bald wieder Herzen von den Gegnern. Aber die geben nur Kohle. Das bringt uns dann gar nichts, wenn wir dann Game Over gehen. Weil auch ohne Warp-Struktur haben wir es hier wieder zurückgeschafft. Ach, die Musik. Das Spiel ist echt nice. Also hier sind wir auf jeden Fall nicht richtig. Würde ich mal schätzen, weil ich glaube, ich habe es verschwitzt, dass wir auf die andere Seite müssen. Sorry für den Umweg. Gibt's auch mein Herz? Nö. Was zum... Hoffentlich bekommen wir Herzen von den Gegnern auf der anderen Seite. Ja, schon klar, dass ich einen Speicherraum vorher aufsuchen muss. Ja, ist klar, dass Monster immer noch außerhalb der Stadt sind. So, Moment, was? Schon was zum Teufel, er hat die Worte springen, ne? Aber die setzen keine solchen Laserattacken ein wie die Lamias in der Wüste. Also die sind schon wirklich verharmlost. Lamias, also diese Nagas, diese Halbschlangen, ja, die springen einfach nur von Feld zu Feld. Also von Plattform zu Plattform, die sagen. So, aufwachen! Sehr gut. Den Teleporter haben wir auch schon mal aktiviert. Ey, das ist aber nicht nett. Der wirft mit explosiven Kürbissen.
Ah, jetzt habe ich nur noch 1,5 Herzen. Nach 3. Nach. In nur wenigen Treffern ist es schon wieder vorbei mit mir. Jetzt ist mir Schluss. Wow! Alter. Weg mit dir. Okay, hier können wir auch wieder reinkriechen. Und da kriegen wir diesmal den Schatz und endlich wieder ein Herz. Und das ist ein magischer Gelee eigentlich. Magischer Krug. Gem? Gem ist doch ein Krug, ne? Sehr gut, damit könnten wir dann ein spezielles Item kaufen. Und es geht nicht weiter, was? Ja, wo ist denn das Hündchen? Ups. Ja, okay. Normalerweise ist es Lebensverlust, hieß es früher Lebensverlust, wenn man da runterfällt, aber dieses Mal zum Glück nicht. What? Wo befindet sich denn der Hund? Irgendwas muss ich verpasst haben. Wow. Verflixte. Schlangenbräute. Burn. Burn, Baby, burn, Baby. Das sind eindeutig zu viele. Aber ich habe ja etwas Kohle gesammelt, damit könnte ich mir etwas Spezielles kaufen. Aber die Frage ist jetzt, wie geht's hier weiter? Wo ist eigentlich der Zombie-Waggon? Wow. Geh weg. Verpiss dich. Dankeschön für das Herz. Okay, wir müssen noch mal Bolo fragen. Sorry, dass ich hier so rumirre. Ich werde wahrscheinlich ziemlich blöd vorkommen. So. Bolo ist der hier drin zu finden. So, kannst du uns mal... East from the town gate. Field and Forest. East. Ist also tatsächlich nach... ups. Wollte nicht mehr zurückgehen. Ist also tatsächlich nach rechts. Ja, aber da... Da ging es doch nicht weiter. Wo ist denn dieser vermisste Hund? Das ist die Frage. Ja, das hat man davon als Blindspieler. Da weiß man... teilweise nicht, was man tun soll. Oder kann sie uns etwas über das vermisste Tier sagen? Onkel Mimik sagt er was wegen den 3 Siegeln. Vielleicht schauen wir nochmal beim Shop vorbei, wenn ich ihn hier finden kann. Nee, das ist der Speicherfuzzi. Alter. Ja, wo ist denn dieser Hund eigentlich? Der muss ja irgendwo in den Wäldern verloren gegangen sein, hä? Na gut, hier können wir... Attract Magic, Attract Dropped Item like a Magnet. Magnet. The Magic Meter refills automatically. Also der Magiemeter füllt sich dann automatisch wieder auf. Spitfire! 3 Feuerbälle auf einmal. Das könnte ich mir damit kaufen. Ups, jetzt habe ich abbrechen geklickt. Hab er die falsche Taste dafür, so. Okay. Und... dann nehmen wir noch den Pikenball. So. Ja klar, ich habe jetzt natürlich kein, keine Potions gekauft, aber ich schätze, mich kommt damit auch klar. So. So, jetzt kann ich 3 Feuerbälle auf einmal schießen. Okay, ungefähr so. Bam! Das sieht schon besser aus. Oh! Haben sie auch getroffen und ihr macht das gar nichts.
Na gut, aber ich suche jetzt mal ganz schnell offscreen nach dem vermissten Hund. Und ja, wenn ich ihn gefunden habe, guck mal dann mal weiter. Ah, habe ich dich endlich gefunden, verdammt ich. Ah, immer gut gelaunt, was? Hey, was geht denn? Snack, Kuchen? Was geht denn ab? Du schuldest mir immer noch ein Gehirn, weißt du? Ach, hör schon auf, Rolly Tops. Du hast gerade meinen Bruder verpasst. Wir machen gerade eine Wagentour. Sampling the local cuisine. Hier. You have got to try one of the... Du sollst einen von denen ausprobieren. Oh, da ist er. Das ist das Haustier von jemandem. Du solltest den bringen, wo du es gefunden hast. Ach, komm schon. Ein kleiner Bissen. Hast du das wirklich gesagt? Sorry. Ihr könnt natürlich diejenigen, die besser Englisch können, gerne beim Übersetzen helfen. Wie dem auch sei, ich bringe dies selbst zurück. Sieh mal, Rotti, ich brauche deine Hilfe. Hast du jemals vom magischen Sieg gehört? Da klingen keine Glocken. Ich suche mal im Netz danach. Buchstäblich. Ugh, was ist das für ein Ding? Ah, Mann. Eine kleine Chit-Chit-Spinne. Somit nutzen sie, um damit überall... in Kontakt zu halten, überall Kontakt via mittels Spinnnetzvibration zu halten. Ernsthaft, du solltest unser Netzwerk sehen. Es ist einfach weltweit. Es ist einfach nur eine Nachricht verschicken und ein anderer Zombie will darauf so bald wie möglich antworten. Keiner meiner Kumpel hat jemals vom magischen Sieg gehört. Sorry, Chica. Kannst du wenigstens das Geburtsdatum damit lokalisieren? Ja, sieh mal. Sie war jetzt noch in Scuttletown. Ich war da. Das war gerade heute früh. Danach... Ist sie zu den... Up to the coast. Das ist doch der Strand. Coast, Strand? Strand, ich glaube, das heißt Strand. Schick ihn dann Locals. Sie sucht dort nach 3 Baronen von Sequinland. Dieses Ding ist nun voller Käfer. Baron von Sequinland? Wo sind die? Es ist einfach unglaublich, wie sie da das Internet darstellen. Buchstäblich mit Spinnennetzen. Ist aber auch cool. Bandits who pass themselves off as art collectors. Wächter? Sie überwachen Banditen, die sich selbst als Antiquitätenjäger nennen. Sie sammeln meistens immer alte magische Zeugs und so.
Und hat einen Wurm. Antiquitätenjäger. Risky. Glaubt, einer von ihnen hat das magische Siegel. Der Squid-Baron, Amo-Baron und Hypno-Baron. Squid-Baron? Amo-Baron, was? Der auch noch? Laut den Daten lebt der Squid-Baron hier im Wald. Wenn du ihn dort treffen willst, dann solltest du lieber auf die Socken machen. Ich fange meine Suche mit dem Squid-Baron an. Danke, Roddy. Das ist echt cool gemacht. Okay, wir haben eine Spur und wir können jetzt erstmals den Hund der Köchin übergeben und damit auch kriegen wir bestimmt das Essen, das wir nötig haben, um weiterzukommen. Weil da gab es diesen das eine Tor, das wir nicht betreten können, deswegen. So, nee, da wollte ich eigentlich nicht lang. Am besten begebe ich mich schnell offscreen dorthin. Hallo, ich habe deinen Hund. Kann es sein? Ist das mein Wobblebell? Bitte, kann ich mal wertvollen Hund, mein wertvollen, meinen wunderbaren Hund zurückhaben? Bitte sehr. Wobblebell, du bist zurück. Dich wiederzusehen füllt mein Herz mit Segen. Oh, Fräulein, wie kann ich Ihnen jemals danken? Oh, ich weiß. Wir feiern das, indem wir mein neuestes Rezept ausprobieren. Lehnen Sie sich zurück und beobachten Sie mich, wie ich es zubereite. Ja. Die Musik dazu. Ja, einfach. Immer wieder Wasser reinschütten und ein paar Zutaten. Voila! Das ist, wie wir leckeres Mahl zubereiten, nur mit natürlichen Zutaten. Nun, da Ohlbeck zurück ist und sicher zurück ist, kann mein Traum, ein berühmter Chefkoch zu werden, endlich wahr werden. Ich war ein Wobblebär. Leckeres Mahl. Es sieht wirklich lecker aus. Wow. Na gut. Dann können wir es schnell den Wächter übergeben. Diesmal mache ich es nicht offscreen, weil der wäre eigentlich ruckzuck erreicht. Weg mit dir. Nein! Zurück mit dir, Shantae. So, hä? Achso, hier. Okay, da komme ich wieder ganz zurück. So, jetzt müssen wir bald da sein. Da ist er. Hier. Was ist das für ein himmlischer Duft? Heiliger Bimbam, ist das wunderbares Mal? Beeil dich und bring es rein. Sehr gut, aber wir bringen sie dann im nächsten Part rein. Also, sorry für dieses heikle Durcheinander. Wie immer gilt es, wenn es so gefallen wusste, diese bestätigen mir einen Daumen nach oben und sind sie beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Seid gespannt, fliegt wieder rein. Euer Crash Fortific Itina. Bis zum nächsten Part von Let's Play Shantae 2 Risky's Revenge. Also, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.